Die Bilder, die ich mache, die sind halt ja, oft so eine Art Experiment, wie man quasi mit einem Computer zusammenarbeiten kann, also in der Malerei. Ist dabei eben oft irgendwie dieses Thema Machine Learning, weil es erlaubt, irgendwie aus vorhandenem Material ja so neue Bildwelten zu erschaffen, die man sich so vielleicht gar nicht irgendwie vorstellen kann. Also der Computer malt jetzt nicht meine Bilder oder ich habe jetzt keine Maschine, die meine Bilder malt, sondern es geht eher so ein bisschen um die Ausnahme.